Bertram? Dominik Bertram? Ja. Sasse, Kriminalpolizei. Und das hier ist mein Kollege Herr Teschner. Guten Tag. Tag, worum geht's denn? Das werden wir Ihnen alles erklären, aber dazu müssten Sie uns bitte aufs Revier begleiten. Was? Dominik? Ja? Ja, wir müssen. Ja. Hören Sie, wir sind kurz vorm Gottesdienst. Die Kirche ist voll, die Leute warten. Können wir anschließend sprechen? Ja, bitte. Danke. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So spricht der Herr. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Los hier. Pfarrer Bertram wird uns auf die Wache begleiten. Ja, das wird sich bestimmt schnell aufklären. Ich melde mich. Danke Ihnen. Ja. Du bist offiziell wegen einer Visitation bei mir. Kein Wort mehr, Dominik. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Das weiß ich. Nein, das weißt du nicht. Keine Vorwarnung, keine Hinweise, gar nichts. Der Staatsanwalt hat 2 Stunden nach dir angerufen. Das gefundene das Fressen für so ein ehrgeiziges Büschchen. Der Haftrichter hat gleich mitgezogen. Vertuschungs- und Fluchtgefahr, bla bla bla, das ganze Zeug. Haftprüfung ist beantragt, aber das kann dauern. Und? Jetzt wollt ihr von mir hören, dass sie es war. Ihr wisst, dass da nichts dran ist. Es gibt eine Aussage. Dieser Mike Rubin weiß Details, physische Details über dich. Gott, Jugendfreizeit, Schwimmen, Fußball. Ja, von wegen Schwimmen. Lies das mal, da steht wirklich übles Zeug drin. Dominik. Dominik, du musst mir hier was an die Hand geben, verstehst du? Wie kann der Junge das so beschreiben?